Wir grüßen euch ganz herzlich hier auf dem YouTube-Channel der AMS Firmengruppe zu unserem heutigen Video. Und ihr seht, wir stehen hier zu zweit. Neben mir steht der Dennis, unser aktueller Praktikant hier. Dennis, stell dich doch am besten mal selbst vor. Genau, wie Herr Klaschewski schon gesagt hat, ich bin aktuell hier der Praktikant bei der AMS Firmengruppe. Ich schaue schon länger die Videos auf dem AMS YouTube-Channel, da ich mich sehr für die Materie bezüglich Immobilien, Investments interessiere. Genau aus dem Grund mache ich auch hier das Praktikum während der Ferien, dass ich quasi nicht die 6 Wochen voll einfach nur zu Hause bin, sondern auch 4 Wochen wirklich mich mit etwas Wichtigem beschäftige, was mich im Leben weiterbringen kann. Sehr gut gesagt. Also Dennis chillt nicht 6 Wochen, was ihm hoch anzurechnen ist, sondern er hat sich hier wirklich beworben, um 4 Wochen auch hier zu arbeiten. Genau. Und das war uns natürlich eine große Hilfe. Er hat nicht nur im Büro geholfen, in der Zeit, wo ja auch einige Mitarbeiter im Urlaub sind, sondern auch während des Umzuges. Und wenn ihr ihn euch anschaut, 1,92 groß, pure Muskelmasse, breite Schultern, da könnt ihr euch vorstellen, dass er hier richtig mit angepackt hat. Also auch nochmal danke dafür. Gar kein Problem. Ja, und heute drehen wir das Ganze um. Ich werde interviewt. Der Dennis hat gesagt, er möchte mir ein paar Fragen stellen, die vielleicht euch, die ihr Schüler seid oder Auszubildende seid, auch interessieren. Also wir sind gespannt, Dennis, auf deine Fragen. Okay, dann fange ich mal an. Und zwar wäre meine erste Frage, wie man als Schüler bzw. Azubi oder Student Geld in Immobilien investieren kann. Also Geld in jungen Jahren schon in Immobilien investiert. Also es mag ja auch Schüler oder Studenten geben oder Azubis geben, die schon geerbt haben, die vielleicht etliches Geld verfügen oder vielleicht selbstständig sind und irgendwie schon Einnahmen haben. Aber du meinst wahrscheinlich jemand, der jetzt 200, 300, 400 Euro nebenbei verdient. Von 0 auf 100 direkt. Genau, direkt durchstarten. Genau. Ja, also im herkömmlichen Weg geht das natürlich nicht über eine Bankfinanzierung. Man hat ja kein laufendes Einkommen, dass man jetzt klassisch an die Bank rangehen kann und sagen kann, ich möchte gerne eine Wohnung finanzieren. Das ist eher etwas schwierig. Ich würde es so machen, dass ich erstmal Know-how ansammle. Man kann natürlich Geld auch aus alternativen Finanzierungsquellen holen, zum Beispiel aus dem Familienkreis, aus dem Bekanntenkreis, aber das erfordert ein gewisses Vertrauen. Die Menschen müssen dir ja vertrauen, dass du mit deren Geld was Gutes anfangen kannst. Und dazu musst du einfach Wissen anhäufen. Du musst bewiesen haben, dass du sozusagen dich mit der Materie auskennst. Also ist Erfahrung das Wichtigste in der Branche? Genau. Und die sammelt man ja zum Beispiel, indem man so ein Praktikum macht, wie du es jetzt gemacht hast. Also du hast ja heute zum Beispiel sehr aktiv in der Vermietung mitgeholfen. Genau, ich habe heute aktiv in der Vermietung mitgeholfen. Sprich, ich habe einen Eigentümer kontaktiert und mit dem die Rahmenbedingungen abgesprochen für einen neuen Mieter, quasi wie er das haben möchte und wie wir die Miete ansetzen und alles. Ja, und hast du ja auch schon viele Mietinteressenten angerufen? Genau, viele Mietinteressenten kontaktiert und mit denen abgesprochen bezüglich eines Besichtigungstermins und Mietenspiegel erstellt. Das heißt, das ganze Thema Vermietung ist dir schon gar nicht mehr so fremd. Ist es nicht mehr so fremd, genau. Ich hatte ja bereits ein Praktikum absolviert vor ungefähr 2 Jahren. Da habe ich auch schon sehr viel dazugelernt und das kann ich natürlich jetzt sehr gut umsetzen hier im Praktikum. Und in dem Monat, wo ich hier bin, habe ich auch schon sehr viel geschafft. Und wenn man das jetzt mal weiter fortführen würde, du würdest jetzt weiter im Vermietungsbereich bleiben, du würdest vielleicht lernen, einen Mietvertrag zu erstellen, selbstständig, worauf es da ankommt, dann würde ich zum Beispiel dich mit reinnehmen in Sanierungsmaßnahmen, das heißt, dass wir mal zusammen Sanierungsmaßnahmen planen, Renovierung planen, dann würdest du vielleicht mal eine Wohnung selbst renovieren, also die Planung dann machen. Ja. Und so kommt man Stück für Stück in das Thema rein und dann könntest du zum Beispiel auch nachweisen, ich habe bei der und der Wohnung mitgeholfen, ich habe das und das organisiert und würdest so Vertrauen schaffen, um vielleicht Geld aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis oder von mir dann zu bekommen, um dein erstes Investment zu machen. Nur so geht das im Grunde als Schüler, wenn man kein festes Einkommen hat, dass die Bank eine Finanzierung dann darstellen kann. Alles klar, das war sehr informativ. Danke. Also, ich wollte gleich Werbung machen, dass du weiter hier tätig sein kannst. Ne? Ja, dann komme ich mal direkt zur nächsten Frage und zwar, wie ich schon mit meiner Altersvorsorge als Schüler anfangen kann oder ob es überhaupt Sinn macht, mich schon mit dieser Materie Altersvorsorge, Rente zu beschäftigen. Ja, also du bist ja noch sehr jung, wenn man jetzt wirklich so 18, 20, 22 ist, würde ich eher dafür plädieren, dass man wirklich in die eigene Ausbildung investiert. Also natürlich kann man früh anfangen, etwas zurückzulegen, aber es muss nicht gleich die langfristige Versicherung oder der langfristige Vertrag über 30 Jahre sein, den man da wirklich 30 Jahre einhalten muss. Sondern ich würde halt, wenn du zum Beispiel 300, 400 Euro nebenbei verdienst als Schüler, würde ich davon eine gute Sparquote versuchen zu erreichen, also 100, 200 Euro monatlich regelmäßig sparen. Das kann aber durchaus auch liquide sein, also Tagesgeld oder Sparbuch. Ich weiß, da gibt es keine Zinsen, aber es geht einfach erstmal darum zu lernen, etwas zurückzulegen. Das kann dann Eigenkapital sein, natürlich für die Wohnung, aber es kann vor allen Dingen auch dazu dienen, dass du dich ausbildest. Sei es in deinem Beruf, den du da machen willst oder als Investor ausbildest. Und die Ausbildung bringt die beste Rendite. Alles klar.
wenn wir schon beim Thema Geld anlegen sind, kann ich auch direkt fragen, wie kann ich denn mein Geld am besten anlegen? Das ist eine ganz interessante Frage in der heutigen Zeit. Wenn du jetzt wirklich von Null startest und monatlich regelmäßig Geld anlegen möchtest, dann eignen sich dazu natürlich sogenannte ETFs, also Exchange Traded Funds. Ja. Damit kannst du sozusagen mit kleinen Beiträgen, 50 Euro, 100 Euro monatlich, ganz, ganz viele Aktien und Märkte auf der Welt abdecken. Also ganz viele Unternehmen, du hast eine breite Streuung und kannst regelmäßig dort investieren. Sagen wir jeden Monat 100 Euro und hast dann auch den sogenannten Durchschnittspreiseffekt. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Alles klar, das kann man ja in einem anderen Video beispielsweise besprechen. Auch eine gute Idee. Sehr informativ. Genau. Mir ist in den letzten Wochen auch sehr stark aufgefallen, dass die AMS ein Rundum-Sorglos-Service-Paket hat quasi, also dass die Kundenbetreuung sehr im Fokus steht, was ich bei meinem anderen Praktikum, wo ich auch in der Immobilienbranche tätig war, nicht so mitbekommen habe. Wie rentiert sich das überhaupt für die AMS? Gute Frage, weil wir ja doch sehr umfangreich uns um die ganzen Dinge kümmern. Hast du ja bei der Vermietung auch gesehen, da rufen wir ja ganz viele Mietinteressenten an und sprechen mit denen sehr lange persönlich und so weiter. Ja. Genau. Da kann ich ja vielleicht auch eine kleine Geschichte dazu einwerfen. Und zwar war es so, dass der Herr Kleischewski mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich zum Beispiel schneller ans Telefon gehen soll. Ich habe das Telefon nämlich ab und zu mal 2-3 Mal länger klingeln lassen, was er natürlich nicht sehr positiv angesehen hat. Da ist natürlich ein No-Go bei der Kundenbetreuung ist, wenn man nicht schnell ans Telefon geht. Genau, ich hoffe, das war eine sanfte Ansage. Das war natürlich alles okay. Genau. Ja, also eine gute Frage, wie rentiert sich die Immobilienverwaltung? Wir machen ja diesen Rundum-Sorglos-Service und bieten wir den unseren Kunden an, damit eben das Investment auch wirklich erfolgreich ist. Und das machen wir sogar für unsere Kunden 2 Jahre kostenlos. Also nicht umsonst, das bringt ja was, aber kostenlos. Ja. Danach kostet das, ich glaube, knapp unter 30 Euro brutto, also netto irgendwie 25, 26 Euro. Ja. Und das ist tatsächlich nicht kostendeckend. Das heißt, wir legen da jeden Monat Geld drauf. Ja. Aber ich sage immer, das ist unser Werbebudget. Das bedeutet, weil wir das machen, kaufen die Kunden erneut bei uns. Weil wir das machen, bekommen wir Empfehlungen. Weil wir das machen, bekommen wir auch neue Kunden, die sagen, genau das brauche ich, genau das möchte ich. Und insofern sehen wir das als Werbebudget an. Es rechnet sich also nicht, es ist defizitär. Ja. Aber durch den Verkauf unserer Objekte können wir das dann eben entsprechend gegenfinanzieren. Alles klar. Genau, das ist so eine betriebswirtschaftliche Gesamtrechnung dann im Unternehmen. Ja. Aber da sieht man eben, dass der Dennis wirklich mitdenkt und den richtigen Fokus schon hat. Ja, danke für deine Fragen. Hast du noch weitere Fragen? Ich persönlich habe keine Fragen mehr, aber bestimmt du in den Kommentaren, wenn du dich auch in meiner Situation befindest als Schüler, Azubi oder Student, kannst du einfach einen Kommentar da lassen und der Herr Kleischewski wird dir sicherlich sofort antworten. Genau, einfach in die Kommentare schreiben und folgt uns auch gerne auf Facebook und Instagram. Da gibt es immer wieder aktuelle Bilder auch von der Firma. Hättet ihr Dennis auch schon in Action sehen können in den letzten Wochen beim Umzug zum Beispiel oder im Büro. Ich glaube, da haben wir gerade gestern ein Bild gemacht, genau, wo du in der Vermietung richtig aktiv warst. Ja. Und auch natürlich immer wieder Content zum Thema Vermögensaufbau mit Immobilien und finanzieller Freiheit. Also alles so rund um das Thema Finanzen. Und aktiviert doch gerne die Glocke und abonniert den Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Auf jeden Fall. Genau, und gibt Likes. Der Dennis freut sich über Likes. Das wird auf jeden Fall in die Gehaltsverhandlung dann eingehen, wenn er weiterhin hier für uns auf 450-Euro-Basis dann beschäftigt bleibt. Genau. Freuen wir uns natürlich. Und wenn ihr dann anruft bei uns, dann habt ihr vielleicht sogar den Dennis dran. Hoffentlich. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und Zuhören. Ihr habt hier an der Stelle noch 2 Videos, die ihr im Abspann seht. Wir haben ja mittlerweile über 200 Videos auf unserem Channel. Und wenn ihr mal Langeweile habt, nicht wisst, was ihr tun sollt, geht auch für dich, dann gerne ein paar Videos anschauen. Und 2 haben wir rausgesucht, die ganz, ganz wichtig sind. Die verlinken wir im Abspann. Alles Gute bis zum nächsten Video. Eure Dennis und Heiko Kleischewski.